Heute ist Sonntag, der 15. Mai und für den Wellmaster und mich geht's heute auf die Habibi. Das ist ein Schiff, was die White Sundays so ein bisschen umsegelt. Ja? So ein kleines Partyboot. Hier möchte ich noch einmal unseren Van zeigen. Die alte Schlampe hier. Also Fahrerkanzel, Zap. Hier so ein kleines Wasserlager. Wasser darf man ja auch nicht vergessen zu trinken. Ja, dann hier der kleine Küchenbereich. Zap, Zappi. Da ist der Herd, Gasherd. Und dann können wir hier den Tisch runterklappen. Da ist dann eine Liegefläche. Und da oben können wir noch so Hölzer ausziehen. Da liegt dann der zweite. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt gleich mit dem Segelturn losgeht. Und natürlich bin ich ganz gespannt darauf, was für Leute da mitfahren. Und wie viel Spaß wir dann im Netz endlich haben. Easy. So, Habibi Take One. Ja, wir sind gerade hier eingecheckt und fahren jetzt aufs offene Meer raus und dann kriegen wir eine kleine Einweisung und dann wird das erste Pilzbier aufgerissen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter das Ding hier hat. 28. Krass. Ich zeige jetzt einmal das Schiff ein wenig und dann seht ihr noch ein paar Schnorchelaufnahmen. Zappi zapp. Ja, das hier ist unsere Schlafecke gewesen. Das Problem ist, dass hier direkt der Maschinenraum nebenan ist, also unter der Treppe ist der Motor. Und der heizt sich über den Tag hier richtig auf, da wir leider nicht einmal komplett nur unter Segel gefahren sind, sondern immer im Motor. Hier ist der Captains-Bereich. Zap. Hier noch ein Sitzbereich. Zap. Fettes Barbecue haben wir hier auch gemacht. Und die Küche. Das Schöne ist, dass wir hier komplett bekocht wurden. Und selbst das Abspülen mussten wir nicht selber erledigen. So wie auf Fraser. Sag mal was Gescheites, Mammut. Ich fick dich. Heftig. Tschüss. Tschüss. Ja, da hinten sind sie jetzt am Abschnorcheln, aber mir ist es gerade zu kalt. Kein Bock drauf. Was ist das denn für das Ding? Hilf dich! We'll be right back.
der Valley sitzt gerade an der Pinne dran. Macht's aber eigentlich ganz gut. Also habe ich nicht ganz so viel zu meckern. Einmal fast durchgekentert, aber scheißegal, rein in den Aal, sag ich selber.